Happy Birthday to you. Herzlich willkommen bei Red Dog Gamble und herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben. Ich spiele heute Days After, wenn hier die Wartungsarbeiten durch sind. Und ja, da habe ich ein bisschen gespielt gehabt am Wochenende, ein bisschen mehr. Und ich werde euch gleich alles zeigen, was da so passiert ist. Viel Spaß! Okay, so, dann geht's mal weiter. Hatte jetzt gerade geschlafen, mich wieder. Bin gerade wieder aufgewacht. Oh, meine Hunde. So, ich werde mal euch zeigen, wie weit ich hier bin. Habe ich eine Weste? Habe ich nicht. Mist. Muss mir noch eine Weste anschauen. Herstellen. Leder und ein Blatt Papier. Nee, Leder hat nicht gehabt. Ein Blatt Papier fehlt noch. Zwei. Ah! Ich habe kein Papier mehr. Ist das genau Papier oder Information? Okay. Stofffetzen. Ja, dann muss ich jetzt erstmal irgendwie müsste ich jetzt mal Zellstoff kriegen. Okay. Es ist jetzt sehr viel neu passiert. Ich habe jetzt hier mittlerweile zwei solche Acker. Ich habe zwei Feuer. Dann habe ich hier hinten eine Räucherkammer für Fleisch und so. Problem ist jetzt allerdings, ich brauche das Fleisch für meine drei Hunden. Eins, zwei, und wo ist der andere? Irgendwo ist der andere noch. Drei irgendwo. Irgendwo, genau. Und ich habe noch Essen für einen Tag. Hui. Wo ist denn das Fleisch? Irgendwo ist Fleisch hier. Fleisch, Fleisch. Brauche ich denn das Fleisch in den Tran? Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier auch nicht, aber hier ist die Keule. Warum ist denn die da? Kommt er da rein? Hä? Ach, nicht bei mir vorhanden. Okay. So, das war Fleisch geben, eine Stunde dazu kriegt die Hunde. Gut, hier ist halt mein Zwinger. Und dann habe ich hier einen Webstuhl, womit ich endlich Flaschen machen kann. Wasserflaschen. Mein Ding ist es auf 99. Das ist, glaube ich, nicht gut. Ich glaube, ich muss schlafen gehen. Geht das dann runter? Nee. Scheiße. Wie geht das runter? Ach doch, geht doch runter nach dem Schlafen. Gut. Weiter geht's. Dann habe ich hier oben noch meine Sitzecke neu. Und ich bin jetzt gerade dabei, hier die Sachen aufzuwerten. Ach, passt doch genau. Ich brauche das für eine Weste. Egal. Zack. Clan. Okay. Ich kann jetzt mit meinem Clan handeln, wenn ich einen hätte. Hier haben wir Schrott. Ich brauche noch diese Schrott. Metallschrott und
ein bisschen Holz. Ein bisschen Holz. Da ist ein bisschen Holz. Schrott. Kein Metallschrott. Okay. Und dann bringen wir erstmal das Holz nach oben. Holz, Holz, Holz. Gut, es fehlt nur noch Schrott. Also gehen wir als nächstes Schrott holen. Schauen wir mal kurz hier, ob ich hier. Ja, kann ich noch was reinschmeißen. Und hier kann ich noch was reinschmeißen. Ne, der ist schon voll. Hier kann ich nochmal Holz reinschmeißen. Und hier Erdbeeren und. Habe ich denn sonst noch was zum Essen? Ich glaube nicht. Nee. Boah, ich habe alles weggefuttert. Ich schmeiß mal erstmal die Sachen hier raus. Es war meine Nahrungskiste hier, aber egal. Nimm das mit. So, hier. Und ganz viele Erdbeeren brauche ich noch. Achso, und dieses hier muss man erstmal auf Forschen drücken. Weiß jetzt auch, wie man das benutzt. Was haben wir hier noch Schönes? Nichts. Hier. Okay. Holzliga. Und so, ich gehe dann mal Schrott suchen. Ich würde mal sagen, ich lasse das Ladebildschirm jetzt immer weg. Geht es ein bisschen schneller. Dann bis gleich. Okay, und da sind wir wieder. Ich brauche Schrott. Da ist Schrott. Und Holz war das. Mich nicht töten, nein. Warte mal, da müssen wir jetzt einmal. So viel Schaden gemacht, der Wolf. Das sind drei Stück, das werde ich nicht überleben. Ich bin richtig oft schon gestorben. Eigentlich nicht, weil ich sterben würde. Ich hätte es wahrscheinlich auch geschafft. Aber ich habe hier immer Automatik reingemacht, habe den laufen lassen. Dann ist einmal so eine Gruppe reingelaufen. Jedes Mal das Gleiche. Okay, bitte Papier. Ich brauche Stofffetzen. Wie viel sind da? Zwei drin. Schaffe ich nicht. Ich habe keine Rüstung. Jetzt sind meine Schuhe auch noch gleich kaputt. Immer noch kein Stoffhetzen. Ah, nein.
Holz. Von den Tieren kriege ich Leder. Da, Leder haben wir jetzt schon mal. Und ein bisschen Fleisch für die Hunde. Sehr wichtig. Komm her, die nehmen wir auch mit. Ich brauche Bären. Ich habe kein Essen mehr. Die brauche ich nicht. Da habe ich genug von. Komm, dann nehmen wir das, die Ressourcen hier auch noch alle mit. Bevor ich sterben sollte oder bevor ich ja kurz vor Sterben bin und vielleicht weglaufen muss. Nämlich alles außer Gras. Alles außer Gras. Gras produziere ich ja selber bei mir in der was ist denn das? Bei meinem Shelter. Das ist ja ein bisschen alt. So, das war alles hier. Da sind die drei Zombies hier oben irgendwo. Da ist einer. Ach, das ist ein Wildschwein. Noch mehr Fleisch. Das Fleisch ist gut für die Hunde. Für mich eigentlich auch. Nein. Ich muss weg. Der haut mir mein halbes Leben weg, wenn er mich berührt. Puh. So. Wir gehen wieder rein. Ich bin Platz 193. Okay, haben wir das? Okay. Level up, nice. So schnell kann man auch sein Leben wieder voll kriegen. Okay, da oben ist einer, der so ausrastet immer. Kann ich nicht angreifen, wenn da zwei sind. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Oh, hier ist die Kiste. Ja, Stoff. Jetzt haben wir doch alles. Oh, falscher Knopf. Da ist der, der immer so ausrastet. Der ist sehr weg von den anderen. War doch nicht so weit weg, aber ich habe ihn gut erwischt. Bevor er schreit, eins überbraten.
Oh, ich habe einen Hund. Oh, warte mal. Ich habe keinen Platz für dich. Tut mir leid, Hund. Brauche ich so viel Steine? Ich brauche mehr Metall. Ich höre einen Zombie, der ist bestimmt hier oben wieder. Ja. Nein. Tot. Und schon wieder gestorben. So schlecht stirbt man. So ein Mist. Na gut, und dann werde ich jetzt erstmal hier mein Holz reinschmeißen. Ich brauche noch mehr Holz. Schrott hat genau gereicht, super. Drei Stück, ich brauchte drei. Da, fertig. Oh, schön, nice. Okay, und was brauche ich jetzt hier? Nägel, Holz, die Tücher. Okay, Nägel habe ich glaube ich einmal. Egal. Müssen wir gleich mal. Oh, meine Schuhe sind kaputt gegangen, weil ich gestorben bin. Wenn man stirbt, verlieren die Sachen, die du trägst. Ich glaube, ein Drittel von der Haltbarkeit war das. Auch der Rucksack hier hat sich erst neu gemacht. Ärgerlich, ärgerlich. Sterben ist scheiße bei dem Spiel. Aber schau mal, was brauche ich? Gras. Habe ich. Gras, Gras, Gras herstellen. Was, wenig Gras? Oh, die Jacke ist ja neu hier. Cool. Nice. Warte, erst muss ich mal gucken. Rüstung, Haltbarkeit 123. Rüstung 4. Boah, die ist doch viel besser. Schaffe ich das denn? Was noch falscher Knopf? Schon wieder. Nein, schaffe ich nicht. Schade. So, wir ein bisschen sortieren. Den Hunden das Stückchen Fleisch geben. Achso, ich könnte die Rüstung jetzt aufwerten. Guck mal da, drei Seile. Habe ich ja doch. Aber ich brauchte jetzt den anderen Stoff. Wo ist der andere Stoff hin? War jemand bei mir, hat mich beklaut? Ich verstehe das nicht. Ich hätte Stoff gehabt. Ah ne, warte, das habe ich benutzt, um was aufzuwerten. Genau, das war die Couch hier unten. Hier brauchte ich Stoff für. Auf den Knopf gedrückt. So, nochmal schauen. Rüstung. Ja, das habe ich für die Couch benutzt. Also, ich habe jetzt so
2 Gras fehlen mir noch. Kein Problem. Ich habe ja hier noch Gras, deswegen sage ich ja mal, ich brauche kein Gras zu pflücken, weil ich selber ohne Ende Gras habe. Stellen wir her. Zack. Und dann brauche ich noch Schuhe. 2x Leder. Leder hatte ich auch gehabt. Hatte ich gehabt. Betonung liegt auf hatte ich. Hatte ich. Leder hatte ich. Naja. Schuhe sind ja auch wichtig, ist auch eine Rüstung, klar. Aber jetzt nicht so wichtig wie das Oberteil. Oberteil ist schon wichtiger. Aber jetzt muss ich trotzdem mal gucken. Mit Sandschuh kann ich noch herstellen. Nehmen wir auf. Was brauche ich beim Webstuhl eigentlich noch? Oh, das ist doch schön. Haben wir gesammelt. Da haben wir 3. Also Holz und Leder. Holz und Leder. Und Schlamm war es noch, ne? Holz, Leder, Schlamm. Aber Schlamm nicht so viel. Einiges ein bisschen durcheinander zusammengestellt hier. Ich hatte anfangs so eine Routine gehabt, wie ich was irgendwie hinlege. Aber mittlerweile ist die Routine wieder weg. Da war nämlich das hier für Papier und Stoffe. Was ist das? Beispiel? Kaliumnitrit. Okay. Machen wir Tabletten raus, oder? So, hier waren für den Ackersachen und Verpflegungssachen, Erste-Hilfe-Sachen. Das war hier. Hier Rüstungsgegenstände. Ich habe gerade keine Zeit. Dann haben wir... Hier hatte ich so die Ressourcen, Allgemeinressourcen drinne. Und ja, dann fehlt mir jetzt immer noch Platz. Übrigens, die Kiste habe ich aufgewertet auf die nächste Reihe und wollte jetzt eigentlich als nächstes die hier weiter aufwerten. Aber jetzt brauche ich erstmal wieder Schuhe, mal wieder was anderes. Powerland. Gut, dann würde ich mal sagen, bis gleich in der nächsten, wieder beim Metallhaus. Und ich bin wieder hier, wo ich hier reingegangen bin, fiel mir ein, ich brauchte eigentlich gar kein Metall. Ich hätte auch in der anderen Dingens reinfahren können, reinlaufen. Aber ich glaube, ich brauche gleich einen neuen Hammer. Oh. Ich habe ja gar keine Waffe. Meine Waffe ist ja auch kaputt. Shit. Dann wird die Axt jetzt meine Waffe. Ach, die macht wenig Schaden. Okay, jetzt brauche ich, glaube 5, 6 Gras für 2 Sachen herstellen. Einmal die Keule. Oder das Stahlrohr.
Brauche ich doch ein bisschen Holz. Okay. Schauen wir mal. Was müsste ich noch? Stein. Stein? Haben wir hier. Gut. Okay. Ja. Bauen wir eine Keule. Ich dachte gerade, das sind hier geblinkt. Wie? Wir haben die Keule gebaut. Die ist im Rucksack. Sweet. Da liegt einer. Bam. Ein Ohr. Ich brauche die Ohr nicht. Ich brauche Stoffe. Hammer. Okay. Holz. Brauche noch Holz. Holz war hier unten rechts langlaufen. Das ist das Wildschwein. Oh, falscher Knopf. Mal wieder. Meine Mütze ist gleich kaputt. Da ist Holz. Okay, jetzt aber. Wenn wir mal so einen Stein. Steine brauche ich nicht. Ich habe genug Steine. Über 50 Steine habe ich, glaube ich. Matsch brauche ich. Ja. Ich habe doch 3 Holz geholt, oder nicht? Ich habe nur 1 geholt. Ja. Yeah. Okay, Stein brauche ich nicht. Herstellen. Zack. Matsch brauche ich. Matsch, Schrott und sehr viel Holz. Bah. Okay, das Ohr. Nimm mal mit. Brauche ich zwar nicht, aber nimm mal mit. Wildschwein. Oh, ein Dicker. Boah, ob ich den fertig schaffe? Normal ist der nicht schwer, aber mein Leben ist noch halb voll. Ich muss mich erstmal auffüllen. Warte, Dicker. Gleich können wir spielen. Okay, komm her. Boah. Das war aber heftig.
richtig heftig. Fast tot. Ich brauche mehr Holz. Noch mehr Holz. Diese Bären auch. Ich brauche wieder Tee. Mein Tee ist leer. Nein, schau ich nicht. Tschüss, bis gleich. Okay, ich bin schnell zurückgelaufen. In meiner Halle. In meiner Halle. Zu meinem Shelter. Dies hier jetzt aufwerten. Da fehlt mir noch. Immer noch Holz. Den habe ich. Tuch fehlt und Nägel fehlen. Schau ich nicht. Von den Tüchern her. Hier aufwerten. Ach genau, das war das. Schlamm. Stricke. Felle. Und Holz. Dann gib mal mein Holz wieder. Das brauche ich hier ja sowieso noch nicht. So. Noch 6 Stück davon ein und 7 wollte ich sagen. 7 Felle. Hier, meine Hunde haben bald wieder Hunger. Der ist immer gut. Gibt beim Wildschwein. Den gibt es beim Wildschwein. Hm. Sheriff eintauschen. Ich laufe noch einmal zum Sheriff mit euch und dann würde ich sagen, das war's für heute. Aber erstmal suche ich kurz noch etwas hier. Gut, dann nehme ich mal meine Sachen mit und laufe zum Sheriff. Vielleicht kann der mir ja was Schönes geben für diese Ohren und was war das? Diese Zähne. Ja, für die Ohren. Da steht ja mal bei, ich kann zum Sheriff gehen. Ich war erst einmal beim Sheriff gewesen. Kann gegen etwas Nützliches getauscht werden. Die schmeißen wir auch nochmal gleich rein. Ah, warte mal. Verband brauche ich nicht. Boah, wenn ich den nehme, bin ich doch tot. Ich probiere es mal. 120. Ah, es geht über 100. Okay. Was ist das jetzt? Das habe ich noch nie gehabt. Bin ich jetzt ein Zombie? Manchmal jetzt. Das ist jetzt. Ach, die sehen mich jetzt alle, die Gegner. Okay. Das wollte ich noch mitnehmen. Gut. Dann laufe ich jetzt nochmal zu den Sheriff. Und so, bis gleich. Okay, ich bin jetzt hier beim Sheriff. Hier ist der Sheriff. Da ist er. Weiter, 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 weiter. Ausrüstung. Wir können mit denen tauschen, handeln. Warte mal, da hinten. Unten war noch eine Frau. Die hier. Kann ich hier etwas eintauschen? Wolfsblut. Ich habe kein Wolfsblut. Kostet ein Rohr. Okay.
Also das Tauschen geht wahrscheinlich immer nur dann, wenn man, wenn das gerade da ist, wenn das haben möchte, dann kann man tauschen, aber nicht die ganze Zeit. Mein Monitor fängt gerade wieder an zu spinnen. So ein Mist. So ein Mist. Komme ich da nicht rein? Okay. Außen rumlaufen kann ich auch nicht. Nein. Umsonst hierher gelaufen. Okay, jetzt habt ihr auch mal den Sheriff gesehen. Ich möchte gerne was tauschen. Na gut, dann kann ich das halt nicht tauschen. Aber ich habe gerade bei Karte gesehen, ich habe da ein neues Feld freigeschaltet. Das zeige ich euch mal. Aber ich werde nicht reingehen, weil die Feinde sehen mich schneller. Ich hatte damals die hier gehabt, die beiden, von Anfang an. Dann habe ich hier mal so die gelben zwischendurch gekriegt. Hier waren wir auch schon gewesen an der Brücke. Dann kam der Sheriff. Jetzt ist das hier oben. Bettys Haus. Schwierigkeit 1. Es sind Gegner, keine Zombies. Ich habe aber keine Energie. Ich müsste was mampfen, essen. Naja, also wird es nichts. Fliege hier, weg hier. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Oh. Heute werde ich nur geärgert. Ich brauche neue Schuhe. Ich brauche mehr Nahrung. Ich brauche Holz, Gras. Ich kann ja. Gras ist doch noch voll. Warum sagt? 20. Achso, das dauert so lange, deswegen. Ja. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao.